Moin, liebe Facebook-Gemeinde, da ist er wieder. Heute ist Sonntag. Heute gibt es den vorletzten Teil meiner Videoserie. Ja, normalerweise geht ja dann Anfang meines Videos immer auf meine Wochenhighlights ein. Die Woche möchte ich das mal ein bisschen anders gestalten. Dann möchte ich zuerst erstmal, Tobias, wenn du das Video auch erst als Aufzeichnung siehst, letzten Endes, also nicht live dabei bist, möchte ich dir für deine Worte danken. Und zwar, ja, möchte ich mal auf Tobias ein bisschen eingehen. Ja, auch ich bin absolut stolz darauf, mit solchen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Und auch er macht einfach sehr, sehr gute Arbeit, die meinen absoluten Respekt, sage ich jetzt mal, hat. Und ja, aber das ist halt das, was ich euch letztes Mal schon gesagt habe. Das ist halt einfach mal der Lohn meiner Arbeit. Okay? Bedeutet also, Tobias, wir haben so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt angefangen, miteinander zu arbeiten. Und ja, was soll ich sagen? Wir gehen, sage ich jetzt mal, den gleichen Weg. Wir haben bestimmte Sachen halt gemeinsam. Da geht es nicht darum, dass wir gemeinsam oder dass wir halt Familienvater sind oder dass wir noch einen Hauptjob haben. Nein, bei uns geht es halt einfach mal darum, dass wir erkannt haben, wo wir hinwollen, dass wir erkannt haben, welchen Weg wir gehen müssen und was wir dafür, sage ich jetzt mal, leisten müssen, um eben unsere Ziele zu erreichen. Und das ist halt, ja, das sind halt die Sachen, die wir gemeinsam haben. Und deswegen, er gibt genauso wenig auf wie ich. Und genau deswegen ja, wissen wir halt beide, dass wir unsere Ziele erreichen werden. Da möchte ich aber nochmal auf einen Punkt ganz genau eingehen, und zwar ist es die Zeit. Ja, viele Networker fragen mich, sage ich jetzt mal immer, Mensch, kannst du schon davon leben? Du machst ja nun schon eine ganze Weile im MLM und sorgst halt auch für Traffic auf deine Seiten und. Nee, kann ich noch nicht. Ich habe immer noch einen Hauptjob, aber darum geht es nicht. Es geht darum, viele denken, dass im Network Marketing von heute auf morgen ein fünfstelliges Gehalt kommt. Nee, das funktioniert halt einfach nicht. Ja? Nehmt euch doch mal zum Beispiel, wie kann ich euch das jetzt am besten erklären? Nehmen wir mal Audi. Ja? Audi hat mit einem Modell angefangen, ja? Und hat nach und nach, sage ich jetzt mal, haben sie angefangen, ein Modell in ihre Palette mit aufzunehmen. Bedeutet also, sage ich jetzt mal, das ist kontinuierliche Arbeit, das ist wirklich harte Arbeit, die ihr machen müsst. Und gerade das geht jetzt an die Fraktion, die mir halt wirklich immer wieder die Frage stellt, weil kurioserweise sind es die Leute, die Frank Heister, ich möchte hier Frank Heister nicht schlecht reden, ja, das ist eine absolute Koryphäe. Was ich aber damit sagen will, ist, die liken seine Videos, die kommentieren seine Videos, die sehen seine Videos. Ja, und Frank Heister sagt zum Beispiel immer wieder, das kann bis zu drei, also von 3 bis zu 5 Jahren dauern, bis man halt wirklich da ist, wo man sein möchte. Und dann aber, sage ich jetzt mal, mir die Frage zu stellen, nach einem halben Jahr Arbeit oder kontinuierlicher Arbeit, ob ich schon davon leben kann, ein bisschen merkwürdig. Ja. Also von daher geht gerade an die, die vielleicht gerade erst angefangen haben oder jetzt im Network Marketing starten, jeder, der euch erzählt, dass ihr in 4 Monaten oder meinetwegen 7 Monaten fünfstellig verdient, das stimmt nicht. Okay? Ihr müsst hart arbeiten, ihr müsst Zeit investieren und das ist nicht das Einzige, was ihr investieren müsst. Nein, ihr müsst auch ein bisschen Geld investieren in euer Business, in euch selber. Ihr müsst dazulernen und ihr müsst euch kontinuierlich verändern. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Audi. Ja, Audi, wie ihr sagt, hat vielleicht mit E-Modell angefangen. Die haben angefangen, dieses Modell immer wieder neu zu machen, immer wieder zu verbessern und konnten dann, sage ich jetzt mal, letzten Endes noch ein zweites Modell dazu nehmen. Und so ging es immer weiter. Und die haben sich das Vertrauen der Leute erarbeitet, ja, durch ihre kontinuierliche Arbeit und an den durch das Festhalten an ihrer Ziele. Und heute mittlerweile kann Audi ein Auto herstellen oder ein Auto anbieten, was so viel kostet wie ein halbes Familienhaus. Okay? Das heißt also, die können Autos anbieten im sechsstelligen Bereich. Und trotzdem gibt es Menschen, die das kaufen. Das machen sie nicht, weil Audi Audi ist, sondern weil sie Vertrauen in Audi haben. Und das müsst ihr erstmal aufbauen. Und genau das ist das, was Zeit kostet. Ja? Oder was eben seine Zeit braucht, um eben dieses Vertrauen zu haben, dass die Leute zu euch kommen, dass die Leute eure Produkte nutzen, dass die Leute, sage ich jetzt mal, mit euch zusammenarbeiten wollen. Ja? Lasst uns heute weitermachen. Die Überschrift lautet, warum du für diese Strategie trotzdem eine Liste brauchst. Nun ist es ja so, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin nicht derjenige, der auf der Straße rumrennt und den Direktkontakt macht. Ich rufe auch keine Leute kalt am Telefon an, also komplett Thema Kaltakquise ist für mich nicht relevant. Und trotzdem, sage ich jetzt mal, weil ja der Direktkontakt oder eben halt auch die Kaltakquise letzten Endes diese Telefonliste beinhaltet. Für mich ist das ja eine etwas ältere Strategie, sage ich jetzt mal. Deswegen heißt das ja bei mir auch immer alles Modern MLM. Und deswegen bei dieser Strategie, hier geht es natürlich um E-Mail-Marketing. Und E-Mail-Marketing ist natürlich eine wunderbare Alternative zum Direktkontakt. Und vor allen Dingen,
sag jetzt mal, wenn du das richtig anstellst und wenn du, sag jetzt mal, eine gute E-Mail-Serie hast, ja, dann kannst du sogar Leute sponsern, mit denen du vorher nie telefoniert hast. Okay? Ich will dir das ein bisschen erklären. Wichtig ist dabei natürlich, du musst erstmal einen guten Sales Funnel haben. Sales Funnel bedeutet, du machst erstmal eine Werbung für dein Produkt, für deine Dienstleistung, wo ein Link mit drin ist, wo die Leute sich letztendlich dann nachher, oder die klicken den Link und letzten Endes tragen sie sich dann auf deine Landingpage ein. Und wenn sie sich auf deine Landingpage eingetragen haben, dann haben sie erstmal nicht nur Interesse an dir, sondern aber auch eben Interesse an deiner Dienstleistung und oder eben auch an deinem Produkt. Das heißt also, die Leute sind schon mal ein Stück weit vorinformiert. Dann werden sie natürlich weitergeleitet, ob jetzt letztendlich auf eine Sales-Page oder eben auf ein Bridge-Video, wie auch immer, was es da nicht alles gibt. Aber wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, kein E-Mail-Follow-up oder ja, kein E-Mail-Follow-up, also eine E-Mail-Serie hinten dran hast, dann hast du zwar ein Lead generiert, aber der geht dann irgendwann unter. Ja, das heißt also, du solltest dich dann auch um deine Leads kümmern. Sprich, geh auf denjenigen dann zu, schreib ihn an, suche ihn und schreib ihn an. Ja. Und wenn deine E-Mail-Serie letztendlich, und das ist halt das, was so genial daran ist, letzten Endes funktioniert das vollautomatisch. Das heißt, sie schreiben sich auf deine Landingpage ein, bekommen dann in diesem Augenblick, so wie du es eingestellt hast, geht es dann los mit der E-Mail-Serie, die sie automatisch geschickt bekommen. Und dann, sage ich jetzt mal, kannst du vollautomatisch sponsern. Ne? Wichtig ist aber, du musst eben halt deine E-Mail-Liste mit diesen Leads füllen. Und wie du die füllst, da gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein. Oder nee, können wir jetzt machen. Du musst halt deine E-Mail-Serie, das heißt also, du musst Traffic dafür sorgen, dass die Leute deine Klicks, Carsten, schöne Grüße, selber Gauner. Du musst halt dafür sorgen, dass diese Menschen halt auch auf deine Links klicken, ja, damit sie sich das angucken. Das heißt also, du musst die Werbung, die du letztendlich für dein Produkt machst, ob jetzt nun bezahlt oder kostenlos, ist halt so oder muss eben halt so interessant sein, dass die Leute sagen, oh, gucke ich mir mal an. Na, das ist also wirklich sehr wichtig. Und wenn sie sich auf deine Landingpage eintragen und umso mehr sich eintragen, umso größer wird letzten Endes deine Liste. Und umso mehr du in deiner Liste hast, umso mehr Teilnehmer hast du dann letzten Endes für dein E-Mail-Follow-up. So, wenn wir jetzt weitergehen, und das ist halt das Geniale am E-Mail-Marketing, ja, du setzt dich einmal hin, du schreibst eine E-Mail-Serie, die sollte aber mindestens, also wenn du jetzt eine E-Mail-Serie schreibst mit 3 oder 4 E-Mails, ja, man sagt halt, dass der Interessent 7 Kontakte braucht bis zur letzten oder bis zum letztendlichen bis zur letztendlichen Kaufentscheidung. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt eine E-Mail-Serie mit 5 E-Mails zum Beispiel schreibst oder ja dann letztendlich auch automatisch versendest, kann es natürlich passieren, dass deine E-Mails zwar geöffnet werden, aber letzten Endes vielleicht doch nicht den Effekt haben, den sie vielleicht haben sollte. Ja? Also mach die E-Mail-Serie nicht zu kurz. Okay? Wichtig dabei ist, den Tipp gebe ich dir, wenn sich ein Lead auf deiner Landingpage eingetragen hat und er somit quasi automatisch dann diese E-Mail-Serie bekommt, sorge bitte dafür oder denke bitte dran, nicht in der ersten E-Mail verkaufen zu wollen. Ja? Wenn sich derjenige auf deiner Landingpage eingetragen hat, das heißt also, entweder hat er, wenn du jetzt, du solltest ja dein Produkt, deine Dienstleistung als Problemlöser anbieten, wenn er sich also auf deiner Landingpage eingetragen hat, hat er also das gleiche Problem wie du. Das heißt also, du solltest vielleicht in der ersten E-Mail darauf eingehen, wie auch du dieses Problem hast oder welches Problem du genau hast, und dann im Laufe der E-Mail-Serie erklären, wie du dieses Problem gelöst hast. Okay? Um dann letzten Endes am Schluss die Verkaufsaufforderung zu machen. Ja? Oder eben zu sagen, okay, man kann natürlich in den ersten E-Mails, wenn man dann möchte, sag jetzt mal seine Dienstleistung oder sein Produkt, sag jetzt mal unten als PS anzeigen. Ja? Du gibst also quasi oder du zwingst deinen Verkäufer, nicht deinen Verkäufer, du zwingst quasi deinen Interessenten nicht dazu, gleich kaufen zu müssen, sondern hier hat er halt die Möglichkeit. Ja, die Möglichkeit. Das wird in den ersten E-Mails nicht passieren. Deswegen sollst du in den ersten E-Mails nicht verkaufen, sondern baue erstmal Vertrauen auf. Und das ist ganz wichtig. Du musst oder du solltest in deinen E-Mail-Serien Vertrauen zu deinem Interessenten aufbauen. Ja, indem du halt sagst, okay, dieses gleiche oder ich habe das gleiche Problem wie du. Das Problem, sage ich jetzt mal, hat es bei mir ausgelöst. So, und letzten Endes musst du dann natürlich darauf kommen, jetzt habe ich mein Problem gelöst und zwar mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung, wie auch immer. Um dann zum Schluss dann zu sagen, okay, wenn du das Problem endlich in den Griff kriegen willst, dann klicke hier drauf und dann machst du halt eine Verkaufsaufforderung oder eine Kaufsaufforderung. So. Wichtig ist, jetzt kommen wir nochmal zu dem Traffic zurück. Wichtig ist natürlich, und das ist das A und O,
um halt ein E-Mail-Follow-up letzten Endes verschicken zu können, dass sich die Leute auch auf deiner E-Mail, auf deiner Landingpage eintragen. Du musst für Traffic sorgen. Das heißt also, das reicht nicht, wenn du vielleicht, sag jetzt mal, immer im Monat postest. Da musst du nicht viel Traffic erreichen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich poste regelmäßig mein Business. Natürlich nicht zu viel, weil sonst wären meine Profile voll davon. Man soll eben halt eine gute Abwechslung drin kriegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich nutze zum Beispiel ein automatisches Sponsorsystem und kann dort quasi überprüfen, wie der Traffic auf meine Links ist. Ja, und wenn ich jetzt überlege, dass ich letzten Monat, sag ich jetzt mal, bei 360, 370 lag, diesen Monat aber schon mehr als doppelt so viel an Traffic auf meinen Links habe, dann mache ich irgendwas richtig. Ja. Und letzten Endes ist es dann auch so, wenn du dann genug Traffic hast, weil dann ist eine ganz normale Aussiebung. Ja, das ist beim Sales Funnel ist es halt so. Und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn du dich mit einer Werbung in irgendeine Fußgängerzone stellst, dauert das natürlich eine ganze Weile, sage ich jetzt mal, bis du 10.000 Menschen erreicht hast. Aber die 10.000 Menschen heißt nicht, dass die 10.000 Menschen auch dein Produkt nutzen wollen. Ja, das heißt also, da findet eine natürliche Aussiebung statt. Bedeutet, du musst dir den Sales Funnel als Trichter vorstellen. Oben kommen jetzt diese 10.000 Menschen rein. Und dann kommt halt, sagen dann vielleicht 7.000 Menschen, naja, sieht ja, wir können ja mal 2 Sekunden länger stehen bleiben. Na, von den 7.000 sagen letzten Endes nachher, jetzt lass uns das doch mal, oder sagen wir mal 3.500 sagen dann nachher, jetzt lass uns das doch mal genauer durchlesen. Ja, und so rutscht die Zahl immer weiter nach unten, es geht dann immer weiter, bis dann letztendlich, sage ich jetzt mal, ein gewisser Prozentteil sagt, okay, das Produkt brauche ich. Ja, und so funktioniert halt ein Sales Funnel und so funktioniert halt letzten Endes und deswegen. Sag jetzt mal, solltest du natürlich dafür sorgen, dass du auch eine E-Mail-Serie hinten ranhängst. Ja? Man kann das letzten Endes auch so machen, wenn man hier noch Leads gesammelt hat oder wenn man Leads gesammelt hat, dass man einfach mal zwischendurch eine E-Mail an allen seinen Leads, also Lead ist ein Interessent, an allen seinen Interessenten schickt. Ja? Und deswegen sage ich, also für mich, ja, absolut gute Alternative zum Direktkontakt. Wobei ich immer wieder sage, jeder, der den Direktkontakt macht und auch damit erfolgreich geworden ist, großen Respekt davor, ziehe ich meinen Hut davor. Mein Weg ist es nicht, mein Weg ist ein anderer. Und deswegen gehört für mich E-Mail-Marketing absolut zu meinen Strategien und die ich auch nutze und funktioniert blendend. Ne? So, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Zeit mit euren Familien, genießt die Zeit mit euren Liebsten und verbringt einen schönen Tag miteinander. Ich bin durch, seid gegrüßt, euer Markus Leitschak.